Herr Wöllenstein, Sie kennen Nordhessen. Das ist ein Begriff, den ich nicht so mag, weil ich ja bekanntlich Historiker bin, sage ich lieber Niederhessen. Aber das klingt für viele Menschen so niederschmetternd, deswegen bleiben wir mal bei Nordhessen. Was glauben Sie, sind unsere Stärken in Nordhessen? Ach, das ist schon an. Also ich denke, unsere Stärken sind, dass wir nie stark waren. Also das berühmte Rote Land, das Sie vorhin nannten, wenn Sie über die Diemel mal schauen konnten als Westfale, da oben ist die Warburger Börde, da sind tolle Bodenzahlen, da kann man Weizen, Zuckerrüben anbauen und die Höfe sind breit und groß und dann schaut man über die Diemel, entweder ins Waldeckerland oder nach Hessen und hat diese rote Erde und das ist Sandstein und Sand. Und das ist unser Schicksal. In diesem Boden sind relativ wenige Nährstoffe. Hier hinten sind ja Experten. Ich will jetzt keine landwirtschaftlichen Vorträge halten, darum geht es nicht. Aber sozusagen diese Qualitäten waren so gering. Wir haben keine Ölquellen, es gab niemals eine Goldgräberstimmung. Es gab Wald und Wiese und mittelmäßige Böden. Und das heißt, die Menschen mussten sich auf ihre eigenen Stärken besinnen. Es gab nichts, was sie sozusagen von Natur aus wahnsinnig befördert hat, sondern was hier geleistet wurde und was entstanden ist, ist aus der Stärke der Menschen entstanden. Von irgendwoher habe ich ein Sprichwort im Ohr, das heißt, wo Hessen und Holländer verderben, kann keiner mehr Brot erwerben. Also, die jeden Quadratmeter Land dem Meer abbringen müssen, oder man kann auch sagen, wo Waldecker und Holländer verderben. Ich denke, das gilt mindestens genauso. Es geht also darum, beharrlich zu sein, sich einzugraben, da wo man ist, auch Maß zu halten. Vorhin war schon einmal die Rede davon, dass eine der großen Qualitäten ländlicher Befindlichkeiten oder ländlicher Bevölkerung ist, dass sie auch mal sagen können, wir sind zufrieden. Es gibt ein Maß. Wir wollen nicht alles, sondern wir sehen, das und das geht, das tun wir, aber es gibt auch Grenzen. Und aus dieser, ja, man könnte sagen, einerseits Schwäche oder aus dieser Stärke ist, glaube ich, eine Vielfalt gewachsen in Nordhessen. So kenne ich meine Heimat, wo ich aufgewachsen bin und nun auch arbeite an verschiedenen Orten. 7 Jahre hier, also 7 Jahre Hofgeismar, 7 Jahre Bad Wildungen, nun inzwischen in Marburg aufgewachsen, habe ich ja vorhin schon erzählt, 30 Kilometer Richtung Kassel. Daraus ist eine Vielfalt entstanden, die uns das Bleiben ermöglicht hat. Also ein immer noch gesundes Handwerk in einer mittelständischen Struktur. Holzindustrie oder Holzverarbeitung spielt eine große Rolle, das sieht man nicht so, aber es gibt viel Wald und wir haben diese Zimmereibetriebe, Sägewerke, Schreinereien und dann gibt es natürlich solche interessanten, größeren Betriebe wie Finger in Frankenberg oder Tonnet in Frankenberg oder Löhlbach oder die Holzfachschule in Bad Wildungen. Das ist nicht umsonst hier bei uns entstanden, würde ich sagen. Also diese Vielfalt, Landwirtschaft, Wald und die Ressourcen werden heute genutzt durch unseren naturnahen, interessanten, man darf ja auch ruhig sagen, nachhaltigen Tourismus. Also Edersee, Twistesee, Diemelsee, der Nationalpark Kellerwald, das sind doch wirklich interessante Dinge, die dann hier und da professionelle Spitzen wiederum erreichen, wie in Willingen oder auch in Bad Wildungen. Da ist es kombiniert mit, ja, was sagt man heute, Gesundheitsindustrie, es ist ein hässliches Wort, aber sagen wir mal mit einem intensiven Gesundheitsstandort. Kultur ist, glaube ich, eine unserer Stärken. Also die Barockstadt Bad Arolsen, Kassel ist vielleicht nicht so direkt im Blick, aber immerhin, Kassel ist kulturell interessant, Dokumentarstadt und vieles andere. Haina, ein Musikstandort.
um nicht zuallererst die großen Unternehmen zu nennen, von denen wir ja wirtschaftlich durchaus abhängig sind. Also die Conti oder das VW-Werk oder Viessmann. Ich denke, das ist völlig klar, da muss man realistisch sein, ohne diese großen Arbeitgeber stünden wir in der Region nicht so gut da. Und dass das bestimmte Bedingungen nach sich zieht, die einen Landrat natürlich beschäftigen müssen, wie Straßen und Verkehr und Infrastruktur und ein schnelles Internet gestrickt sein muss, das ist ja völlig klar. Persönlich, damit will ich dann auch schließen, was sind unsere Stärken, wenn Sie mit dem Auto auf der Autobahn von Basel nach Norden fahren, dann fahren Sie, nachdem Sie die Schweiz hinter sich gelassen haben, durch ein flaches, langweiliges Rheintal. Dann fahren Sie an Frankfurt vorbei. Und wenn Sie von Göttingen aus nach Norden fahren, dann fahren Sie bis Norwegen durch eine flache, langweilige Heide, Dänemark. Und hier bei uns, da ist es so schön wie in der Toskana. Lieber Herr Wünschler, ich habe selten eine Podiumsdiskussionsweise, aber wir werden so bezeugt gerade diesmal. Die hessische Toskana. Und ich will nie mehr einen hören, der hessische Sibirien sagt. Herr Dr. Kupert, jetzt haben wir gerade was Schönes über die Stärken in Nordhessen gehört. Reden wir in Waldeck-Frankenberg vielleicht zu viel über unsere Schwächen? Ach, das ist eine gemeine Frage jetzt. Das ist echt gemein, nachdem der Probst so pro gesprochen hat, das war der Werbeblock für unseren Landkreis, den hatte ich mir einen Jasandra vorgenommen. Jetzt ist er mir von der Geistlichkeit weggenommen worden. Ein bisschen neigen wir schon dazu, zu sagen, wie schrecklich und wie schwierig alles ist. Das ist aber auch ganz normal, glaube ich. Aber wir dürfen uns nicht zu sehr daran festbeißen, denn die Stärken, die kommen ja so freundlich rüber. Und da haben wir eine Menge bei uns im Landkreis. Ich will nur mal nennen, weil das momentan ein sehr wichtiges Thema ist, die Versorgung mit schnellem Internet. Das ist heute Nachmittag in der Diskussion mehrfach genannt worden, beiläufig auch als Missstand, der zu beklagen wäre. Dabei will ich einfach nur mal in die Runde hineingeben, damit Sie es wissen. Die Kreispolitik mit der Kreistagsvorsitzenden Iris Rohwedel, die hier unten sitzt, mit an der Spitze ist willens, da sehr, sehr viel Geld in den nächsten Jahren auszugeben. Wir reden beim Landkreis von Investitionen von 40 Millionen Euro. Das ist wirklich viel, um DSL in Form von Glasfaser, Netzkabeln bis in die Ortschaften, soweit es geht, und wirtschaftlich dann am Ende vertretbar hineinzubringen. Also das sind schon Sachen, die in der Infrastrukturbereitstellung, die wir schon auf den Weg gebracht haben. Es gibt immer Punkte, an denen wir uns noch reiben dürfen und auch reiben müssen, die auch zu kritisieren sind. Und vor diesem Hintergrund hat mir der heutige Nachmittag selbst sehr viel gebracht. Und ich sage, eine konstruktiv vorgetragene Kritik ist auch für die Politik von ausgesprochener Wichtigkeit, weil sie hilft uns auch, uns selbst zu justieren, zu orientieren und politisches Handeln dann auch ein Stück weit danach auszurichten. Also mithin, Herr Wellenstein, schöner als Sie kann man das nicht sagen. Wir haben genug Stärken und wir haben auch Schwächen. Aber Sie haben es auch, Herr Dr. Henkel hat es anklingen lassen, dass wir eigentlich, und das müssen wir uns vielleicht auch immer wieder mal bewusst werden oder bewusst machen, dass wir in einer Zeit leben, die es möglicherweise so seit vielen, vielen Jahren überhaupt nicht gegeben hat. Wenn ich zu Dorfjubiläen eingeladen werde und die Menschen schauen zurück in die Entstehungsgeschichte ihrer Dörfer, da war vieles anders. Ich erinnere gern an die Tatsache, dass unsere Kinder heute zur Schule gehen können. Ich erinnere gerne an die Tatsache, dass wir alle genug zu essen haben. Ich erinnere gerne an die Tatsache, dass die Sterblichkeit im Kindsbett noch nie so gering war wie heute und vor allen Dingen, dass wir in Frieden leben, seit mehr als 60 Jahren. Und das alles ist keine Selbstverständlichkeit und deshalb möchte ich nochmal betonen, dass wir bei aller berechtigten Kritik aber auch ein Stück weit Zufriedenheit sollten walten lassen. Ich glaube, das hat unsere Gesellschaft
und die handelnden Menschen auch ein Stück weit verdient.